ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist der Schwabo-Italiener Salvatore Marazzo vor seiner nicht ganz brandneuen Kaffeemaschine. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Also hier haben wir eine Kaffeemaschine und erstmal willkommen im Hause Cosmopolita. Hier haben wir eine Kaffeemaschine, die gehörte meinem Vater, das ist im Baujahr 1974. Und die haben wir immer in der Reichsstadt sehr präsent gehabt, wenn man reingekommen ist vorne an der Garderobe. 2007 haben wir sie komplett restaurieren lassen, lackieren, die neue Leitungen rein, alles. Und haben wir sie in der Reichsstadt aufgestellt. Als wir das Cosmopolita-Projekt gestartet sind, haben wir gesagt, wir bauen um die Kaffeemaschine die Theke und das Ambiente. Weil wir haben hier 3, 4 Themen. Hier haben wir das Thema Papa. Also Erbstück vom Papa. Dann geht es weiter. Wir haben hinten eine kleine Landkarte oder Stadtkarte von London. Da habe ich mein bestes Steak gegessen. Ja, dann geht es weiter. Manhattan, New York, war ich noch nie in meinem Leben. Möchte ich mal hin. Bisschen Little Italy sehen und einfach mal Spaß haben. Was natürlich Highlight ist, wenn man schaut, wir haben hier eine Stuckdecke von 1703 und haben ein wunderschönes Ambiente geschaffen mit einer Empore, bisschen reservierter Bereich und ist einfach wunderschön. Du hast natürlich hier als Schlingel wieder vorweggenommen, wir sind selbstverständlich in deiner neuen Lokalität Cosmopolita. Betonung auf dem A hin? Ja, Cosmopolita, italienisch, nicht Cosmopolitan oder Cosmopolitan, ja, sondern Cosmopolita. Und du verlässt das Reichsstadt. Das hat man in der Esslinger Zeitung lesen können. Manche sind sehr traurig, aber du setzt ja noch einen drauf. Ja, also anders. Die Reichsstadt hat uns vieles beigebracht. Wir haben uns immer innig geliebt. Die Reichsstadt war so gesehen die Chance für mich, in Esslingen uns zu präsentieren, über die 24 Jahre was Neues zu machen. Die Gäste haben uns immer die Chance gegeben. Und jetzt sind wir an der Zeit, Neues zu tun. Da muss man neue Wege finden, sich vom Alten trennen. Und das war eigentlich die Entscheidung. Wir sehen draußen eine gigantische Freifläche für die Außenbewirtung. Das ist schon eine Besonderheit, oder? Ich glaube, das hat nicht jeder Gastronom hier. Was man da nicht unterschätzen darf, ist die Vorarbeit, also die Kommunikation mit den Ämtern. Wie kann man es lösen, wie kann man es machen? Wir haben letztes Jahr, kurz nach dem Zwiebelfest, die ganze Außenbestuhlung von der Reichsstadt rübergetragen und haben verschiedene Positionen probiert und Stellungen von der Terrasse. Und da haben wir einen schönen Konsens mit dem Amt gefunden und die Terrasse ist da. Zum Schluss beschreib ganz kurz, was hat es mit Audrey Hepburn auf sich? Eigentlich New York und Manhattan. Ja, ich war noch nie in New York. Ja? Sing mal. Ich war noch nie in New York. Und was mir gefallen hat, natürlich eine wunderschöne Frau, schon immer gewesen. Ja. Und diese Art von Kunst. Und die haben wir ein bisschen auf unsere Theke und Innenausstattung modifiziert. Ja. Und das hat mich begeistert. Ja. Tja, und eine Überraschung bleibt dann Ihnen letztendlich so ein bisschen überlassen, hier dann auch was zu essen. Probieren Sie es mal. Also Werbung machen wir hier nicht, aber es wird bestimmt lecker. Ich denke ja, wir machen Gerichte, die Italiener gekocht haben, als die in den 20er Jahren nach Amerika ausgewandert sind. Die Italiener, wo in den 50er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Alles traditionelle Gerichte. Okay. Man findet im Cosmopolitan nicht mehr die Reichsstadt. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Arrivederci. Ciao. Grazie. ESTV. Videos aus der Region.